So, wieder hallo und willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. Wir sind hier zurück, hier an einem wunderschönen Autotreffen, wie es ja immer ist, wenn wir einen neuen Folgenanstieg haben. Befinden wir uns hier und hier stehen auch diesmal einige Online-Leute, die eben auch hier Forza Horizon online spielen. Ich könnte jetzt auch, wenn ich Y drücke, in die online-freie Fahrt geben, was wir natürlich hier im Singleplayer-Let's Play jetzt nicht machen werden. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen mal kurz hier mal so drüber, was hier noch so für Autos rumstehen. Weil hier sind doch ein paar nette Geschosse, auch mit schönen Lackierungen bei, muss man mal sagen. Ja, haben wir hier zum Beispiel einen Skyline Superlight Air, der gerade hier jetzt angefahren ist. Einen Aventador haben wir hier stehen. Einen Exige S haben wir hier stehen. Dann haben wir auch noch einen Aerial Atome mit so, nennen wir es mal, einer Lotus-Lackierung. Dieses Gelb-Grün, was wir da haben. Dann haben wir einen Donkerford, eine richtig geile Lackierung. Ich finde, das sieht richtig geil aus, dieses Blau-Gelb. Den schönen Sky haben wir auch stehen mit der Rennschürze sowie den Rennspoiler von Forza eben selber. Auch ein schönes Ding und schöne Volk T37er da drauf. Einen kleinen Ultima. Ich würde mir gerne den Golf hier angucken, nur das Lesbieter spiele ich. Warum nicht? Fährt der weg oder was? Hallo? Ich will den Golf. Der da. Ich will jetzt den Golf angucken. Der Ultima sieht auch schön aus, aber ich will den Golf. Ja, der fährt weg. Aus dem Grund können wir den nicht mehr anschauen. Okay, der ist schon wieder on the way. Ja, da stand ein schöner Golf mit goldenen BBS-Felgen, glaube ich, waren das. Sehr, sehr schick. Ich würde mir sowas werde ich mir auch mal holen, auch wenn wir den höchstwahrscheinlich für keine Klasse sowas brauchen, werde ich mir früher oder später auch mal einen Golf 2 GTI hier kaufen, allein aus Gründen, dass ich VW Golfs liebe. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück in den Solo-Modus und fahren dann mal ein bisschen weiter in unserer Karriere weiter. Wir müssen ja noch 10 oder 9 Meisterschaften müssen wir noch gewinnen, dass wir eben zum großen Horizon Festival hier in Südeuropa können. Und ich weiß gar nicht, hätten wir jetzt schon eine neue Meisterschaft ausgewählt oder müssen wir noch? Wir müssen erstmal hier oben. Ah ne, stimmt, wir hatten keine Meisterschaft aufgewählt. Wir fahren zum nächsten Treffen nach San Giovanni, da waren wir auch noch nicht. Da geht's jetzt auf jeden Fall hin. Wir hatten ja hier, hatten wir ja unser Autotour fertig gemacht in Saint-Martin. Jetzt geht es nach San Giovanni. Da würde ich mal sagen, fahren wir da mal hin. Aber ich würde gerne mal das Auto wechseln. Das kann ich, glaube ich, wenn ich hier bin, ne? Ich würde mal gerne mit was anderem fahren. Warte mal. Muss ich mal kurz zum Autotreffen hoch, weil da kann ich, glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, mein Auto auch umwechseln. Dann nehmen wir nochmal wieder was anderes, was wir noch so schönes in der Garage stehen haben. Wir haben ja noch nicht alles wirklich allzu viel ausgefahren. Deswegen gucken wir doch mal. So, Auto wechseln. Der Subi ist gar nicht mal so schwach, ne? Aber ich find's geil, ey, dass man die Schürzen und sowas komischerweise hier nicht dran sieht. Auch die veränderten Felgen sieht man hier zum Beispiel an dem nicht. Nur am Subi, da ist alles übernommen worden, was ich getunt habe. Aber hier irgendwie bei den Kisten komischerweise nicht. Ich will jetzt meine Hennessy auswählen. Ich habe mir das schon in den letzten Folgen ganze Zeit vorgenommen und wir sind nie dazu gekommen, diese Kiste mal endlich auszufahren. Aus dem Grund wechsle ich jetzt mal auf den Hennessy Venom GT und mit dem fahren wir dann mal zum nächsten Treffen. Ganz flott und radikal. Wie es halt so gewöhnt ist mit diesem Geschoss der Automobilkunst. Aber dafür müssen wir erstmal laden. Der muss nämlich erstmal kurz den Wagen laden. Der hat dann mich gerade noch nicht geladen gehabt. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht in der endlosen Ladeschleife deswegen landen. Ne, kommen wir nicht. Okay, sehr gut. So, ich würde mal sagen, dann fahren wir mal dahin. Ist ein kleines Stückchen, da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen den Hennessy mal ein bisschen ausfahren. Oh ja, da gehen auch schon die Qualmwolken los. In 400 Metern nach links abbiegen. Ja, das werden wir gerne tun. Wie der Nonstop hinten am Wheelspin ist, das ist krass. Nach links abbiegen. Oh Gott. Das war ein minimales bisschen zu schnell. Minimal. Ich weiche mal kurz geradeaus aus. Hoppa. Da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Und da gehen die Reifen durch. Und das war ein Roller. Upsi. Müsst mal hier kurz durch. Entschuldigung. Ich ersetze Ihnen das alles. Ich habe das Geld. Außer die Roller, die bis hierhin geflogen, vielleicht nicht. Die kann man nicht mehr reparieren, glaube ich. Das ist ein bisschen kompliziert. Hier musste ich runter. Opa. Er ist vielleicht für diese Straßen jetzt nicht so gut geeignet. Weil er ein bisschen zu aggressiv auf der Hinterachse ist. So. Oh, Berge anfahren sind super mit über 1000 PS. Das war knapp. Und Glück eher mehr als alles andere. Wow. Da habe ich gerade mal kurz die A-Klasse abgeräumt. Kann ja mal passieren. Diese abbiegen. Da, ich bin abgewendet auf die andere Straßenseite, du Pfosten. Tolles Navi. Guckt sie wie in echt. Ah, da habe ich es weggeschmissen. Er ist schon aggressiv und du musst ein bisschen aufpassen mit dem Ding. Er lässt sich nicht so kontrolliert quer dran, wie ich das gerne hätte, weil er einfach viel zu viel PS hinten hat.
Oh, das war knapp. Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Und dann heißt die nächste Meisterschaft aus. Mal gucken, was wir jetzt so vorgeschlagen bekommen. Bin mal gespannt, was er mir so sagt. Ey, fahr das doch mal. So, fortsetzen. Wir haben drei Meisterschaften. Wir haben einmal die kleinen Hot Hatches, also sowas wie Fiat 500 und Co. Dann die Extreme Offroad Championship, sowie die normale Offroad Championship. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal ein bisschen Extreme Offroad. Mal ein bisschen hier so ein Jeep oder Pickup nehmen, da hätte ich jetzt mal echt Laune drauf. Nachdem wir jetzt letztes Mal die kleinen Rennwagen wie den Ariel Top gefahren sind, wäre doch jetzt das mal ein schönes Extrem so als Gegenteil. Deswegen machen wir das mal. So. Gucken, was wir für Autos empfohlen bekommen. Wir haben einmal den Ford SVT Raptor, dann Bowler EKRS, XRS, dann haben wir nochmal den Local Moto Rally Fighter. Was ist das denn für ein Geschoss? Alter Schwede. Das kenne ich überhaupt nicht, noch nie gesehen. Oder den Dodge Ram Runner und ich glaube, mir sagt der Dodge Ram einfach am meisten von der Optik zu irgendwie am aggressivsten. Klar, der Bowler ist auch ziemlich, ziemlich geil, aber ich werde jetzt hier mal den... Der ist aber ziemlich langsam, der Ram, ne? Der Dodge Ram, aber gut, sagen wir mal so, dann bauen wir eben noch einen Kompressor oder sowas ein, wenn wir bei der nächsten, beim Treff sind, da bauen wir noch einen Kompressor in die Kiste ein, dass wir ein bisschen mehr Bums haben. Aber ich will den mal nehmen, weil ich den einfach von der Optik irgendwie so am geilsten finde, so im Rundum-Paket. Weil er einfach aggressivsten wirkt. So, wir nehmen die Originalfarben, das ist ja hier die schon mit der Mopar-Lackierung von Dodge Ram. 76.000 gerne. So gönnen wir uns mal ein neues Auto. Und fahren mal mit dem ein wenig. Ne, die anderen sind zwar leistungsstärker, aber ich finde den einfach von der Optik so viel geiler. Und ist richtig, ich habe den, als sie den vorgestellt haben, auf Screenshots und sonstigen, bevor das Spiel angekündigt worden ist, ich fand den so, so geil und habe mich da so gefreut, dass sie diese Kiste da reingepackt haben. Ich kannte den vorher nicht. Dodge Ram, klar, kennt man, aber eben nicht so eine Umbauvariante. Und ich finde ihn halt optisch schon echt Hammer. Also, das war eine richtig gute Leistung heute. Das Publikum war hellauf begeistert. Die nächste Etappe unserer Tour führt uns nach San Giovanni. Oh, und denkt dran, das ist kein Rennen. Also macht euch keinen Stress. Genießt die Fahrt. Nö, keine Sorge, mit der Kiste mache ich mir keinen Stress. Alter Schwede, ich muss echt ein bisschen mal tunen. C habe ich gedacht, wenn ich so schwach. Ich kürze mal ab. Komme ich da irgendwie runter, oder? Da komme ich runter. Ja, da müssen wir wieder was machen. Die Kiste hat ja einfach keinen Bums. Sieht zwar aggressiv wie nichts anderes aus, als wäre es hier das Rallye-Monster schlechthin, aber zieht aus dem Stand nichts ab. Das ist krass, also bin doch richtig. Ich fahre jetzt einfach geradeaus runter. Ich habe einen Dodge Ram, da juckt mich das nicht. Ah, hier, Offroad-Bitches. Den dürfte es im Normalfall echt nicht jucken. Liebes Navi, check doch mal, dass ich gerade abgekürzt habe, Mann. Doofes Ding, du. So, ja, da müssen wir auch wieder ein bisschen was machen. Ich will mit dem Ding richtig Bums haben, den richtig kloppen können. Das geht so nicht so wirklich. Aber trotzdem von der Optik her, so vom Erscheinungsbild schon ein Klopper, ne? Muss man mal sagen. Erst recht dank hier vor dem Stoß, wie nennen wir es denn? Ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Kuhgrill ist es ja nicht. Das ist Kuhgrill, nennt sich das Ding auch Kuhgrill? Bin mir nicht so ganz sicher, was die Bezeichnung davon ist. Nehmen wir den Offroad-Grill da vorne, also das Ding, ihr seht, hat eine extrem hohe Bodenhöhe. Was soll ich jetzt sagen? Wie nennt sich das denn? Mein Gott, Bodenabstand, irgendwie sowas, ne? Ihr seht vorne, also der kann relativ weit mit der Front eintauchen, ohne direkt den Boden zu berühren, was natürlich optimal ist für Rallye-Etappen. Oh Gott, jetzt sieht ja wirklich nichts auf den Tisch. Ups, das war ein Fiesta, das kann man mal übersehen, kann man nochmal drüber fahren. Im Dodge Ram ist das relativ einfach. Wir haben auch schon jemanden mit dem anderen. Die werden wir auf jeden Fall tun müssen, weil wenn die nämlich mit ihren Autos standardmäßig antreten, habe ich keine Chance. Boah, Gott, zieh doch mal ein bisschen an. Ja, du bist vor Aufruhr gedacht, ich weiß nicht, wie der jemals in den Berg hochkommen sollte. Ja, natürlich, roll mir den Jahres vor die Fresse. Welcher Kreisverkehr? Ach, der. Ups, Entschuldigung, übersehen. Kann mal passieren. Das Schöne ist, er verliert keinen Speed, wenn du Aufruhr fährst. He doesn't give a fuck. Na, oh, guck mal, Markenkollege. Du bist da mal rüber, Alter! Oh, der streift mich. Merke ich gar nicht. Jetzt bremst halt die Arschkarte. Hänge ich mich voll in den Nacken. Ich müsste doch eigentlich hier theoretisch abkürzen können. Natürlich. Hoppa! Oh, hier, wenn wir schon so ein Ding fahren, dann muss ich auch mal ein bisschen Querfeld einfahren. Da lohnt es sich überhaupt nicht, die Straßen zu nutzen. Und da geradeaus müssen wir hin.
Da können wir einfach hier so querfel ein mit dem Ding ballern. Dadurch können wir den Speed, den wir einfach nicht haben, wieder wettmachen, indem wir einfach schnell fahren. Ich glaube, durch den Wald kommen wir nicht durch. Kommen wir schon irgendwie, aber ich habe keinen Bock, hier hinter mir kurz zu warten. Aber ein Schild! Au! Ich will das Schild haben. Was ist denn da? Es ist ein XP-Schild, das will ich haben. Plus 7.000, alter Schwede, die bringen ja ganz schön viel. Sollte ich mal ein bisschen mehr suchen, wenn ich schnell Level upen will. Fuck, wo ist hier Baum? Nein, da, Wir baut nie eine Mauer hin! Aus aller Richtung kann man hier durch, aber hier nicht. Ach, kacke. Ich werde hier an der Mauer entlang und hier runter. Baum. Ja, toll. Jetzt hat sich das überhaupt nicht gelohnt, weil ich hier noch langsam mehr Zeit brauche, als wenn ich über die Straße gehe. Lass ich da nicht drücken. Wie häng ich denn fest? Au. Da passe ich doch durch, komm schon. So fett ist die Kiste jetzt aber auch nicht. Okay, da passe ich nicht durch. Sehen wir es ein, ich bin fett. Okay, ich bin fett, mobbt mich halt. Mann, das ist nicht okay. Man mobbt keine Leute, die dick sind. Ach, sie gehen zu McDonald's essen, dann ist das ein bisschen komisch. So. Jetzt einfach aus Protest mache ich hier ein paar Felder platt. Das muss jetzt einfach sein, scheiß auf den armen Bauern, dem ich jetzt hier gerade seine ganze Ernte zerstöre. Irgendwann muss ich jetzt meine Wut auslassen, dass ich hier nicht durch den Wald kam. Hier komme ich aber hoch. Come on. Okay, am Berg zieht er doch. Also, au. Wie überall hier Mauern platziert werden müssen, ne? Hier ist ein Dorf. Hier kriegt keiner durch mit seinem Auto. Da habe ich nicht durch, okay. Also er kommt jeden Berg hoch. Braucht nur ein bisschen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Was dann gar nicht so viel Zeit, hier hinzukommen. So, hier kann ich auch abkürzen wieder. Also Berge und sowas aufrutschen ist echt nicht schwer, da kommt er locker hoch. Wo kommt man hier hin? Das ist wie so eine Festung. Oh, mit Kopfsteinpflaster sogar. Schick, schick hier. Das sieht geil aus, die Stadt. Gefällt mir. Ist hübsch. Willkommen bei San Giovanni. Und wieder ein neuer Gamerscore-Erfolg. Bam, 25. Willkommen in San Giovanni. So. Okay, die ist neu auf dem Horizon. Die Extreme Offroad-Meisterschaft. Einige Autos sind vollkommen verrückt. Ich hoffe, du bist bereit. Such dir ein Rennen aus, um die Meisterschaft zu beginnen. Ja, da würde ich mal sagen, das fahren wir als letztes, weil es eh so weit weg ist. Das fahren wir als erstes. Dann können wir auch hier zu diesem, Corvette C7 SR. Ist der, ach, Stingray heißt. Ich habe gehört, Special Auto, aber es ist nicht Stingray, ist ja ganz normal. Delta S4 haben wir hier mitten im, wie kommt man denn da hin? Mitten im Wald steht ein Delta S4. What the fuck? Da muss ich unbedingt mal hin. Das ist, glaube ich, auch relativ geeignet mit unserem Pickup, aber es ist relativ weit vom Festivalgelände weg. Müssen wir mal gucken. So, ich will jetzt aber, wie gesagt, erstmal die Kiste mal ein bisschen tunen. Oh, wir haben einen neuen Preis. Auto, Auto, komm schon. Auto? Oder viel Geld? Viel Geld oder Auto? Ein Evo 6, ja gut, ist jetzt nicht so viel wert, ich sehe 12.000, aber mein Gott, ist ein Evo, nehmen wir gerne, ne, so ist ja nicht, ich sag ja jetzt nicht, nö, behalt mal. So, Fuhrpark, da muss ein bisschen was gemacht werden an dem, wie läuft's? An dem Ding hier. Was hat er denn drin für einen Motor, ich weiß gar nicht, wie viel, was hat der für einen Hubraum? Wird gleich der Hubraum angezeigt, das ist doof. Warum zeigen die, ach, da unten ist der Hubraum. Antrieb wegnehmen. Ich könnte den Heckantrieb bauen. Ja, tolle Sache. Was? Der wird mit Heckantrieb schneller? Okay, natürlich jetzt vorne leichter, aber what the fuck? Ich weiß, wir haben V8 drin, ne? Da ist ein Turbo raufbauen, eigentlich gleich einem voll in die Fresse schlagen, aber er ist halt einfach viel, viel besser. Ich baue jetzt mal den Turbo rein. So. Jetzt wird erstmal ein bisschen was am Motor geschraubt, sonst kriege ich ja nämlich echt die Kloppe. Jetzt ist ja nicht, der Wagen geht null voran. So. PKW haben wir jetzt. Gut, Drehmoment haben wir auf jeden Fall. Ladeluftkühler können wir auch nochmal größer machen. Ich will eine richtige Rennsemmel haben. Also ich will mit dem Ding auch mal richtig über die Felder flügen können, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob der gleich am Berg hängen bleibt. Und außerdem haben wir ein bisschen Geld aus dem Grund. Hubraum. Machen wir ein bisschen mehr. Wie viel haben wir jetzt? 6,8, go her. Ist doch schon schön. Ich könnte mal einfach alles reinkloppen, ne? Komm, wir bauen die Kiste einfach mal voll aus, komm.
Was soll denn der Geiz? Die anderen sind ja trotzdem immer noch schneller aktuell. Außerdem kostet es nicht so viel, als dass ich mir das nicht alles leisten könnte. Ich will den jetzt mal. Ich will ihm mal ein bisschen mit Gas geben können. Stört mich halt wirklich ein bisschen, dass er echt keinen Schwung hat. Auspuff schon drin? Haben wir schon, okay. Nockenwelle, eine schärfere. Rennnockenwelle, läuft. Ich bin schon mal auf A. Dann nochmal bessere Ventile. Warum haben wir? Kolben und Kompressoren vielleicht noch ein bisschen. Boah, steckt gerade ganz schön gut Geld in die Kiste, ne? Fällt mir mal auf. Öl und Kühlung. Und was wir auch noch machen, da ist der Tom online. Wir machen mal kurz noch eine neue Schwungscheibe und dann gucken wir, was wir noch so machen können. Beste Bremsen. Wenn wir so viel gebaut haben, müssen wir natürlich auch Rennbremsen einbauen. Sonst kriegen wir diese Kiste niemals mehr im Leben zu stehen, weil sie einfach mal für schöne 2,6 Tonnen wiegt. Jetzt hat er mal gerade wieder gehangen. Das gibt's ja nicht. Manchmal hängt er irgendwie in den Menüs. Ich weiß nicht warum. Oh, wie viel Gewicht können wir dem abziehen? Oh, 600 Kilo? Alter Schwede, wo holt ihr die 600 Kilo her? Wo haben wir kein Ersatzrad mehr hinten gleich? Ich würde mich nicht wundern, wenn sie das Ersatzrad weggenommen haben. Ich glaube, der Torn lasse ich mal weg. Das bringt nichts, das ist nur Gewicht. Das wir ja abspecken wollen. Oh, ich glaube, der Torn könnte schon was bringen, ne? Machen wir einfach mal rein, komm. Wir geben mal ein bisschen Geld für die Kiste aus, hab ich mal Bock zu. Ich hab gedacht, ändert sich was, aber irgendwie ändert sich nur die Kamera an sich, wenn ich irgendwie durchs Menü schalte. So. Die Reifen. Rennreifenmischung ist ja eigentlich relativer Schwachsinn, wenn wir online fahren, wenn wir Offroad fahren, ne? Aber cool, er bleibt doch bei Profil. Boah. Komm, bauen wir jetzt voll aus. Ich will die Kiste voll ausbauen. Ich weiß nicht, eigentlich dürfen wir mit den Reifen niemals mehr Offroad irgendwie Grip finden, aber scheiß drauf. So, breite Schluppen drauf. Wie viel hat er jetzt? Was hat er für Trauer 25er? Er läuft bei dem. So, wiegt das mal wieder ein bisschen mehr, aber das wäre halt die Wumpe. Felgen. Zwei Spezialfelgen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Fettes finden, was wir dem draufziehen wollen. Oder können wir die Originalen vielleicht groß machen? Ich finde die Originalen nämlich schon ziemlich geil. Nein, können wir nicht. Okay, dann lassen wir die einfach mal so, würde ich sagen. Gut, Antrieb könnten wir noch. Ach komm, wenn wir jetzt hier einmal bei sind, dann kloppen wir die Kiste voll hoch. Machen wir ein kleines Monster draus. Nee, das macht die Beschleunigung schlechter. Da machen wir nur Sportgetriebe. Das Renngetriebe ist nicht unbedingt optimal für den Wagen. Keine Antriebswelle. So. Jetzt haben wir ein richtiges Monster. Die Kiste geht jetzt voran wie nichts anderes mehr. Das könnte jetzt durchaus lustig werden. Wir haben den jetzt von der C-Klasse auf R2 hochgebombt. Ja, mir geht's noch gut und ich bin auch noch gesund, glaube ich. Ja, das kann durchaus sein. Alter Schwede. Nicht weit von hier steht einer von Horizons Top-Fahrern. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn sie ihn zu einem Duell herausfordern möchten. Okay, mittlerweile hat es angefangen zu regnen und es ist dunkel geworden. Aber den Ersatzreifen haben sie grundsätzlich nicht runtergenommen. Diesen riesen Klopper, ne? Der eigentlich Gewicht ohne Ende hat. Nö, packen wir nicht rauf. Wie viele fahren von dem Mopas noch vorbei? So, Anna. Anna. Oh, brauchen wir ein bisschen heute. Autotour fortsetzen. Ja, das sind schon ganz andere Geschwindigkeiten. Meine Fresse, endlich geht er voran. Auch wenn es irgendwie fühlt sich das voll langsam an. Hast du 30 drauf, mit dem Ding fühlt sich das alles plötzlich gerade immer noch kriechen. Ich weiß nicht, warum das sich so langsam anfühlt. So, bin ich mal gespannt, was die Gegner jetzt hier rückwärts hochgekloppt haben, weil die haben natürlich auch ordentlich an Leistung zugelegt, damit sie da eben jetzt auch mit mir konkurrieren können. Also jetzt alle so erst zwei Monster in den, mit den Offroad-Dingern hier. Bin ich nur mal gespannt, ob der Bowler und Co. dann vielleicht sogar ein bisschen besser sind als ich. Extreme Offroad, San Giovanni. Veranstaltung 1 zu 4, Gelände. So, los geht's. Erste Rennen hier mit diesen Monster-Dingern. Alter, jetzt hab ich richtig Bock drauf. Jetzt nach dem wunderschönen Aerial Atom Krawall geschossen, jetzt hier mit den fetten Pickups hier durchs Gelände pflügen. Das nenne ich mal Gegensätze, wie sie sein müssen. So macht das Spaß. Wenn man schön viel Abwechslung hat, so ist das perfekte Spiel. Kann ich das irgendwie retten? Nein, kann ich nicht. Okay, das kann man nicht retten. Ab der Stelle bin ich am Arsch. Gut, um zu merken, dass sie kannte. Da sollte ich nicht drauf fahren. Da geht... Oh, da wieder abgegangen ist. Boah, wir fahren mit über 32 Sachen mit so einem scheiß George Ram durchs Gewächs. Aber ich glaube...
Ihr findet es, glaube ich, auch besser, dass ich die Kiste ein bisschen hochgetunt habe, als dass wir jetzt hier durchs Gelände geschlichen wären. So macht das viel mehr Bock, wenn man hier richtig schön mit den Dingern rasen kann. Außerdem sind die ja noch ein bisschen spannender, die Rennen, wenn man jetzt einfach mal viel zu viel PS unter den Dingern hat. 2 Tonnen Gewicht nur noch. Nur noch ist gut, ist immer noch viel, aber für ein Pickup in der Klasse ist es schon in Ordnung. So, come on. Vorne beim nächsten Checkpoint. Gehen wir jetzt mal schön die Straße, dann sind wir ein bisschen zügiger. Okay, oder wir machen einfach das Feld einfach konstruktiv Platz, so muss das. Er lässt sich super gut fahren, also die Rennbremsen, krasse Scheiße, packen die gut bei der Kiste. Also ich habe gedacht, bei 2 Tonnen Gewicht in der PS, dann habe ich deutlich mehr Probleme, den war, wow, ups, im Griff zu halten, aber der lässt sich super schnell zu stehen bringen. Der fährt sich richtig gut. Die Offroad-Rennen, die machen aber auch eine Laune, ich muss darüber. Der lässt sich echt gut fahren, der Wagen, das hätte ich nicht erwartet. Wo ist der Checkpoint? Der ist da oben. Scheiße, ich muss hier rüber. Habe ich nicht ganz gecheckt. Das ist zu spät. Ich bin schon auf der falschen Linie. Ich bin zu weit links. Wenn ich da rüber haue, kloppe ich voll in die Bäume rein. Jetzt rüber. Das passt. Das ist der. Oh, von hinten kommt ein Bauleiter. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Wo ist er? Er fängt an zu schieben. Solange er nicht an mir vorbeischiebt, kann er machen, was er will da hinten. Da ist das Ziel, komm, gib ihm! Und gewonnen, erste Rennen, sehr geil. Erster durchs Ziel. Das wird ja lang. Ich finde, dass man so ein Zivilist einfach mal über die Gerade lang. Aber das finde ich halt so geil, dass die Gegner wirklich alle angepasst werden von der KI, von der Stärke, von den Autos. Das ist geil. Dass ich jetzt hier also nicht voll overpowered bin. Und sondern eben nur die Vorgabe gibt, die Autos dürfte fahren, welche Leistungsklasse entscheidest du. So, zweiter ist sogar ein Abonnent geworden, der Spec Ops Marcel. So, erst Rennen haben wir gewonnen von 4. Upgrade-Belohnung, gibt's auch wieder schön ein paar Credits aufs Konto. Und ich hoffe mal ein paar gute EP. Fähigkeit gab's ja auch nicht so viel, ne? Und Level Up, ja, im nächsten Rennen haben wir auf jeden Fall wieder einen Level Up. Und damit auch wieder einen Wheelspin. Und mit einem Wheelspin gibt's wieder neuer Geld. Also ich würde gerne mal den Jackpot knacken, das Maximum. Ich will mal wissen, was das Maximum ist. So eine Million oder sowas direkt aufs Konto, das wäre schon irgendwie fett. Ich könnte mir auch beim Forza Reward System auch Geld holen und sonstige Sachen, eben weil ich Forza 5 und was gespielt habe. Das mache ich aber jetzt nicht in einem festen Karriere-Let's Play schon, weil ich mir nicht so viel Geld direkt holen will wie im Forza 5, dass ich da einfach mir alles kaufen kann. Sondern ich möchte mir das hier mit dem Ingame-Geld verdienen. Das können wir danach nicht machen, wenn wir mit der Karriere durch sind und ein bisschen noch Fun haben wollen. Könnte ich herausfordern, irgendwie will ich das nicht. So, ich will mal das eine Ding hier noch fahren, wenn wir gerade eh in der Ecke sind. Fahren wir mal kurz die Fahrspaßliste mit der C7, weil da habe ich Bock drauf. Wir müssen umdrehen. Bitte wenden. In 100 Metern nach rechts abbiegen. Was, in 100 Metern? Ich biege aber jetzt schon rechts ab. Was soll ich denn? Nö, warum soll ich hier nicht langfahren? Das ist doch viel kürzer. Aber liebes Navi, manchmal hast du auch so in der Klatsche, ne? Au! Scheiß blöder Gartenzaun hält den Dodge Ram von 2 Tonnen auf. Das will ich sehen bei wie viel km/h bei 200. Also der. Ich sollte mich dran gewöhnen. Ich fahre zu 200, aber das Ding ist trotzdem weiterhin kein Rennwagen. Das hat ein bisschen. Querlage. Und da war ich die Federung. Ah, das Back of Muscle, den muss ich herausfordern. Profi-Driver-Tar. Ja, das probieren wir mal. Aber jetzt fahren wir erstmal die Liste. Den werde ich herausfordern, weil es ein Abonnent ist. Allein aus dem Grund möchte ich den battlen. Steigen Sie in der Kommentar und driften Sie wie ein Boss. Like a Boss. Ja, jetzt weiß ich schon, wie ich die Folge nenne. Ach, so schön. Das Spiel mal die Titel vorliefert. Fuck. Nach rechts abbiegen. So, 15 Drifts muss ich hinlegen. 50 gut Drift. Okay, ich muss hier. Ja, das läuft schon super. Es ist schön im Dunkel zu driften, da sieht man auch, wo man hinfährt. Rechts abbiegen. Ah! Sollte man ein bisschen kontrollierter versuchen, die Kiste quer zu sammeln. Nicht immer mit der Handbremse, die bekloppt. Weil Autos mögen das nicht unbedingt. So ist das gut. So, noch 10 weitere. 9 weitere.
Die Wagen kann man gut quer und ich muss mich gerade nur ein bisschen mal mit dem einspielen. Das ist ein bisschen, dauert ein wenig, bis man sich hier komplett mit diesem Wagen eingefahren hat. Und außerdem habe ich gerade nicht so wirklich Kurven, wo ich in der Hand einen Driftschirm hinlegen könnte. Einen großartigen Drift. Komm, das war ein großartiger Drift. So, vier fehlen noch. Wir haben aber noch genug Zeit und Strecke vor uns. Dass das locker machbar ist. So, da waren es noch zwei. Oh, das wird's. Wo habe ich denn den anderen gemacht? Das war doch gerade bei einem Drift. Nur weil ich mal kurz zwischendrin mal kurz die Handbremse gezogen habe, gilt das als zwei? Na gut, ich streite jetzt nicht drum herum. Das waren jetzt keine schönen Drifts, die ich da hingelegt habe, auf keinen Fall. Das geht deutlich hübscher. Aber na gut, ja, ist abgeschlossen und habe ein bisschen Geld und Erfahrungspunkte bekommen, so wie eine weitere Meisterschaft. Ich will sowieso, weil ich so viel Bock an dem Spiel habe, will ich schon 100% vom Spiel machen. Aber mal gucken. 46.000 Credits haben wir mittlerweile schon eingenommen. Und am Ende haben wir jetzt gerade nur noch unter 100.000. Ich weiß nicht, wo die ganzen Credits immerhin für Lücken gehen. Wir geben die schnell aus, wie in echt. Das ist man ja gewohnt. Das kennt man ja. So, er lädt und lädt und lädt. Dann können wir gleich zum nächsten Rennen uns aufmachen. Schön aussehen sieht die Corvette ja, ne? Ist tierisch, von der auch mal ein Foto machen. Wir haben ja immer noch diese Foto-Challenge, die ich ja irgendwie nicht wahrnehme, weil ich das, wie gesagt, echt den Spielfluss unterbrechen finde. Aber wir machen mal ein Foto. So. Machen wir mal ein Foto davon. Ich finde das ein bisschen Spielfluss unterbrechen, das Ganze. Deswegen ist nicht so ganz meins. Aber wir machen das gerade mal. Ein paar Fotos kann man ja mal machen. So. Nee, ich finde, dass dieser Fotomodus ist zwar schön und gut, es ist leicht verdientes Geld, um ein paar Credits draufzukriegen, aber es unterbricht meiner Meinung nach ungemein den Spielfluss, aus dem Grund mache ich das nicht so gerne. So, einen Punkt, da wollten wir ja 5 sammeln, stimmt, so war das. So, dann fahren wir mal zum nächsten. So, Anna. Anna. Autotour fortsetzen. Schön. So, wenn wir währenddessen den Profi-Driver-Tag finden, dann werde ich ihn auf jeden Fall, herausfordern. Sonst fahren wir jetzt erstmal dahin. Nein, das ist ein Baum, Lukas! Ich höre Feuerwerk. Ach, ich höre es nicht nur, jetzt sehe ich es auch. Da hinten ist Feuerwerk über den überall Feuerwerk. Hier hat aber jemand viele Ausnahmegenehmigungen gekriegt. Okay, ich weiß ja nicht, wie das in Frankreich und Italien ist mit Feuerwerken. In Deutschland darf es ja nur an Silvester oder mit Ausnahmegenehmigung. Rechts abbiegen. Nein! Ja, hallo, man kann auch mal aufhören gegen sie. Sag mal! Was sonst alles frisch bei dir? Nö, ich lenke jetzt nicht weg. Nö, ich fahre jetzt links. Du bist im Weg. Ich fahre links, habe ich gesagt. Hör mir zu. Gamer Kevin, dein Name ist schon richtig. Entschuldigung. Für alle Kevins, die jetzt hier zugucken. Nach links abbiegen. Opa. Ja, natürlich, erstmal mit dem Dodge Ram ein bisschen querfahren. Läuft bei mir. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oriente Trail. Ja, ich habe das richtig ausgesprochen. Englisch spricht man wortwörtlich aus. Der Ende war anscheinend 23, aber in den ersten 3, 21. Erster Platz 18. Ja, da waren einige, wo ich da nicht so gut war, ne? Und diese Statistik werde ich nie wieder bereinigen können. Die ist einmal im Arsch und ist sie immer im Arsch. Und wieder bei wunderschönem Wetter. Und Sonnenschein, komischerweise. Ich hoffe, es ist auch noch ein Regen dabei, Rennen dabei. Ich würde gerne Offroad mit Regen fahren. Das sieht noch ein bisschen bombastisch geiler aus. Was soll ich mit den Dingern, lohnt sich das denn jetzt wirklich? So. Oh, diese Checkpoints wäre ich jetzt hier rechts rüber gezogen, aber ich muss ja die Checkpoints abfahren, leider Gottes. Schön außenrum. Opa, mal kurz ein bisschen die Heckleuchte demoliert. Oh, und den voll in die... Ja, schön. Voll in die Mauer gedrückt. Komm, wir sind hier gerade mit Dodge Ram und Co. unterwegs. Da ist hier nicht Streicheln und Kaffee und Kuchen angesagt. Das letzte, glaube ich, was du mit dem Autos machst. Mit Kaffee... Mit dem Ding von einem kleinen Kaffee vorfahren und erstmal Kaffee trinken. Ja, läuft. Au! Wer platziert denn da so eine kleine Pissmauer? Sag mal... Wenn ich jetzt mal so keinen Knick in der Optik habe, müsste ich theoretisch mit dem Wagen über diese Mauer drüber packen. Ich meine nur, ich habe genug Bodenfreiheit. Aber das Spiel sagt nö. Okay. Sag ich mal.
Oh, Bremsen. Au. Auf Rotfahren macht schon Lust, Laune mit den Dingern. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich den auf C gelassen hätte, wäre das ein ziemlich dröges Event geworden. Aber hier auf der Leistungsklasse ist das voll in Ordnung. Da geht das schon gut ab. Sag ich mal, die Gegner anscheinend nicht so gut mit diesen Dingern klarkommen in der Leistungsklasse. Mal kurz ein bisschen abseits der Kurve, dass ich ein bisschen anfahren kann. Komm, hier ein schöner Sprung, ist hier ein Sprung? Nee, ne? Nee, doch nicht. Gut, minimal. Ein Hüpferli ist da, das ist ein kleines Hüpferli. Wow! Fuck! Das Schöne ist, der Wagen hält viel aus. Ne, keine Lenkung kaputt, nix. Trotzdem voll Sprung in die Mauer, läuft. Der Wagen, doch, steckt gut ein. Und die Gegner nicht. Alter, wo bleiben die denn? Au! Mann, ich sollte mal die Kurven ein bisschen so fahren, wie sie gedacht sind. Da hinten kommen sie. Mein Gott, was habe ich einen Vorsprung hier rausgefahren? Was läuft denn im Rennen so gut für mich? So, gleich 80% des Rennens hinter uns. Das ist der nächste Kontrollpunkt. Schön ist mit den Dingern, kannst ja ruhig ein bisschen von der Straße abkommen. Den juckt das ja nicht. Der kann immer noch seine Leistung abrufen, weil er einfach so viel Grip aufbauen kann. Den es einfach nicht juckt, ob er jetzt auch hier auf diesem Kiesfeld oder auf Wiese. Ist egal, ich muss ja hinaus in den Wagen. So, der nächste ist schon das Ziel. Das haben wir mehr als locker gewonnen, das Event hier. Das war gar kein Problem für unseren Dodge Ram. Erster, wieder 20 Punkte auf unser schönes Konto. Ja, wir haben einen guten Vorsprung rausgefahren, das wird schon nicht mal angezeigt, supi. Zwei Bowler auf 2 und 3. Es gab ordentlich Geld. Und ordentlich EP, ja gut, Fähigkeit wieder nicht so viel, aber eine saubere Serie haben wir geschafft. Wheel Spin! Oh ja! Das Beste am ganzen Spiel, der Wheel Spin. Es gibt nichts Besseres, als irgendwie für was belohnt zu werden. Aber nicht zu wissen, was man bekommt. Die Überraschung ist das Beste daran. Das macht das Ganze erst so interessant. So. Vamos, vamos.